Ja. Das Lustige ist, immer wenn ich die Aufnahme starte, also das Starten mache ich halt mit STRG und 1 und 2. Also 1 ist Starten, 2 ist Aufhören. Und STRG ist halt auch Aufstehen. Naja, gut, ja, danke. Ja, guter Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu, ja, Wildlands. Und wir warten jetzt einfach, bis sie keinen Bock mehr haben. Fick dich. Oh, ja, Mörser. Gut. Ah. Und alles, weil ich letzte Runde gedacht habe, ich sehe ein. Danke, Junge. Deswegen war es hier plötzlich so rot. Du so lange. Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Angreifen. Position halten. Alle bereit? Verstanden. Feuer. Hoa. Wer hat mich denn jetzt her? Gut. Ja, warum nicht? Mann, dann esse ich gleich eine Karotte, ja. Ah, stimmt, die hatten Mörser. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Wir sind hier. Second Chance, ne? Jetzt ist halt alles wieder am Anfang, ne? Oder ich gehe einfach weiter. Ja, wir verschieben das auf ein andermal. Weil, ja, mei. Oh, süß. Ist das wirklich ein Boot? Buenas. Oh, süß. Festhalten, Leute. Bin drin, los geht's. Oh, das ist echt niedlich. Sorry. Warte, wo wollen wir denn hin? Was ist das? Ah, das ist diese Splitsreise. Abgelegenes autonomes Dorf. Rebellenoperationen. Okay, meine Güte. Wir fahren mit einem Boot, das überraschend schnell ist. So. Lass mich raten, da ist ein Sniper drin. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist hier ein freies Dorf. Es gibt Feindaktivität. Ja, das ist mal gar nicht gut. Vor allem Unidad ist immer so, die töte ich.
aufpassen. Markiere wir keine Zivilisten töten. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Roger, ich gehe in Position. Warte mal, Position. Ich habe das Ziel. Gib Zeichen. Greife an. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Waffe aus der Leute. Wir wollen nur mit einem Vorstellen hier gemacht. Auf dieser Seite ist alles klar. Warst ein bisschen langsam. Hey, ihr seid jetzt frei. MK. R5. R5 ist halt ein richtig schönes Sturmgewehr. Lass mich raten. Scharfschütze. Scharfschütze. 200 Meter. Keine 200 Meter. Alles gut. Ja, das macht Spaß. So. Ja, wo ist denn hier? Da. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Mhm. Okay, mal kurz schauen. Ja, da ist wieder Störgerät. Da ist einer. Wir sehen nur einen. Naja. Schwimmen oder Boot? Schwimmen oder Boot? Ja, schwimmen wir mal. Können wir tauchen? Warte, wir können doch tauchen, oder? Ja. Oder auch nicht. Gut. Hier ist ein Sicario am Schießstand. Ja, das braucht er auch. Wie ist der da? Ah, Brücke. Luftabwehrsystem? Sieht so aus. Warte, ich schon mal mit der Drohne. Setze Drohne ein. Weil wenn das ein Luftabwehrsystem ist, Entschuldigung, dann ist da kein Störsender. Wo ist da? Aufpassen, da ist dein Geschütz. Ja! So, da sind noch zwei. Da ist einer. Und da ist noch einer drin. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Bon. Gut, haben alle. Gut, dann gehen wir mal. Machen wir uns mal die Füße nass. Und holen den aus dem Schießstand raus. Den können wir jetzt auch gute Nacht sagen. Schön aus dem Weg entfernt. Ja, aus dem Weg entfernt. Mhm. Gut, dann. Der ist auf der anderen Seite vom Geschütz, ne? Ja.
Aufatmen. Ein Mann an Armee, würde ich sagen, ne? Kommentiert doch nicht so Müll. So. Wir können weiter. Warte, erstmal deaktivieren wir das Zeug da oben. Andere Seite? Nicht? Wie können wir das? Oder sollen wir das einfach mit Handgranate? Granate fliegt. Ja. So, super. Ich durch eine Gruppe einmaler Demonstranten in Auga Verde gefahren. Bilanz 25 Tote. Seit April veranstalten die Aymara Widerstandsmärsche, blockieren Straßen und versuchen die Bauarbeiter daran zu hindern, die Baustelle des Resorts und Casinos in Paraíso Auga Verde zu erreichen. Am frühen Morgen durchbrach ein Kipplaster die Reihen der Protestler und tötete einige von ihnen. Die genehmigte Anlage befindet sich auf vermeintlich heiligem Land. Naturschutzgruppen befürchten, dass die drohende Verschmutzung das Ökosystem des Sees beschädigen wird. Wegen der Toten wurde keine Anklage erhoben und die Vertreter der Aymara haben sich noch nicht geäußert, ob der Protest weitergeht. Die Militärpolizei der Unidad sorgt jetzt für Ordnung. Internationale Nachricht. Königin Britta von Schweden hat eine Tochter zur Welt gebracht. Mhm. Gut. Ja, das so ähnlich hatten wir es ja gerade. Oder also gerade. Ja. Hier übernehmen. Und dann deaktivieren wir das mal. Nächsten Antenne, schnell! Ach so, oh je, das war das. Oh nein, 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 nein. Fahrer. Wartet, ich fahre. Nicht warten, los, 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 los. Alles gut, fahr los. Ah, das habe ich ja ganz vergessen, dass es auf Zeit geht. Gut, dass es denen egal ist. Super, jetzt können die Sicarios keine Rebellenpositionen mehr senden. Ich sehe ein zweites Ziel, aber ein drittes Ziel. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden, unterwegs. Ziel erfasst. Mit dem sind's fünf. Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Greife Tangos an. Alles gut, alles gut. Ah, oh, schön. Hatsche! Ich hab dir einen Headshot gegeben, wie kannst du noch machen? So, was ist da oben? Ah, hallo. Scharfschützengewehr. Also... So, sowas. Hey, Kartellschütze! Oh.
So. Na? Echt jetzt? Du kannst hier hochklettern, aber nicht da. Hey, du Noob. Du Noob. So, schauen wir mal. Also da drin ist ein hübscher Dude. Da ist noch ein Tango. Wollen wir tanzen? Und das macht drei. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hier ist Ziel Nummer 5. Da. Gut. Fertig. Gut. Alles okay, alles okay. Wieso kommen die denn jetzt? Wer hat euch denn gerufen? Niemand verschwindet. Zurück, bevor sie dich entdecken. Danke. Oh nein. Die befreien jetzt ihre Leute, oder was? Locker bleiben, alles ist gut. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hä? Die haben... Hä? Coopere y todos saldrá bien. Ja gut. Ja, ich hab keinen. Ich hab nichts mehr. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Vor allem die Rebellen fahren hier rein. Und lassen ihre Leute da, ne? Kameradenspeine. So. Ach, die schreien jetzt so rum. So. Super. Dann hole ich mir die Munitionskiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Was? Du weißt schon, dass es was zum Ding war, ne? Aber ich will den Langlauf. Passend zu meinen Stiefeln. Gut, wenn du meinst. So, dann geht's jetzt nach da und dann nach da. Stufe 19. Ja, wer sagt denn das? Fernschuss-Elite? Epische erfordert den ersten Rang in allen Waffenfertigkeiten zum Freischalten. Was? Ersten Rang in allen Waffen. Verbesserter Schalldämpfer? 6000. Munitionaufbewahrung? 5000. Granatenwerfer, ja, na gut. Dann 300. 50. Verbesserter Schalldämpfer, da brauche ich ja noch ein bisschen Essen. 300 Meter, das joggen wir. So.
Dadam, 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 dadam. Gut, ich bin erschöpft. Ich hole mal die Drohne raus und spiel mal ein bisschen. Hä? Ah, da oben. Da ganz oben, oder? Ja, bei der Straße. Hä? Nee. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist ja gar nichts. Hä? Ist das unter der Erde? Wo ist das? Es heißt 130 Meter runter. 50 Meter unten. Dann ist das unter der Erde oder was? Aber wie geht's da rein? Warte mal. Unbekannter Ort. Wo ist das große Fragezeichen? Da. Ich schicke doch gerade eine Drohne. 40 Meter. Nett. Hat jemand Lust, da durchzugehen? Weißt du, wie lange alleine die Socken brauchen, um zu trocknen? Sieht doch erfrischend aus. Ich habe keine Lust auf nasse Socken, klar. Na los, in Bewegung bleiben. Wow. Wow. Nice. Gut, da werden wir dann in der nächsten Folge reinspringen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.